Also guten Morgen. Ich freue mich, dass ich Ihnen oder euch allen erzählen darf, was wir seit 42 Jahren machen. Und zwar in Österreich in der Nähe von Linz. Das heißt im Raum Everding. Und wir haben damals das Anwesen gekauft. Es wurde angeboten und wir haben verschiedene Anwesen angeschaut. Aber das, wo wir jetzt dann schließlich uns dazu entschlossen haben, das hat uns am allerbesten gefallen. Es ist eine Alleinlage und wir wohnen bei Bauernhöfen in der Nähe. Es sind Bauernhöfe und die haben teilweise Viehwirtschaft und Ackerbau, ganz viel Ackerbau. Und wir haben von Anfang an gesagt, weil wir leben und arbeiten bio-vegan, und dann haben wir gesagt, also das, was wir machen, das ist für uns das, was passt. Und das, was die anderen machen, das ist für die anderen das, was passt. Und wir würden auf jeden Fall nicht hergehen und irgendjemandem sagen, dass er verkehrt ist. Weil das könnte jeder von sich so sagen, dass der andere verkehrt ist. Und auf diese Weise haben wir wirklich Frieden mit allen Menschen. Und in unserer unmittelbaren Nachbarschaft ist auch ein Jäger. Und der geht auch über unser Gelände und es gibt da mehrere Jäger. Und wir haben wirklich mit allen ein wirklich ehrliches, herzliches Verhältnis. Weil wir sind der Überzeugung, dass es einfach, jeder Mensch ist auf seinem Weg zu seinem eigenen göttlichen inneren Selbst. Und auf diesem Weg hat jeder das Recht, weil wir haben die menschliche Freiheit, das zu machen, was wir erkannt haben, was für uns und für unsere Umwelt das Beste und das Passendste ist. Und wenn es jetzt jemand interessiert, was bio-vegan ist, und wie dann zum Beispiel, man kann das in größeren Stil machen, man kann es in kleineren Stil machen, wir sind so ein Mittelweg dazu. Und es kommen auch zu uns Exkursionen von Mai bis Oktober, jeden Sonntag, 15 Uhr sind die Leute da, machen wir Gartenführungen. Und wenn die Gruppen kommen wollen, also größere Gruppen oder kleinere Gruppen, die melden sich dann extra an und da gibt es dann auch eine andere Zeit dafür, die man sich dann ausmachen kann. Und auf diese Weise haben wir wirklich jetzt schon sehr viele Erfahrungen gesammelt und sehr viele Kontakte geknüpft. Und wir haben auch zwei Bücher geschrieben, mein Mann hat das geschrieben. Und da steht sehr viel über Kompost drinnen, er konnte auch sehr gut zeichnen. Und wen interessiert, weil das ist auch sehr passend, mit Handarbeit zu machen. Man kann es aber auch natürlich mit Maschinen, aber das kann jeder auf seinem Betrieb, wie er es machen will, einfach dann ausprobieren. Ich habe nicht gewusst, dass es einen Büchertisch gibt, jetzt habe ich ein paar Bücher mitgebracht. Also wer sich dann interessiert für unsere Bücher, der kann mich dann kontaktieren. Ich sitze da vorne in der Ecke und da habe ich auch die Bücher in der Nähe. Das passt. Ja, wir haben 5 Kinder und es kommen auch immer wieder mal Studenten von den Hochschulen, also von Witzenhausen, von Everswalde und auch von Hohenheim war mal ein Mädchen da und natürlich von der Wiener BOKU und auch andere Menschen, die nicht Landwirtschaft studieren, die kommen einfach gerne, um das kennenzulernen, weil es passt auch für Hausgärten sehr gut, eben weil wir mit der Hand arbeiten und es passt für Größere. Also das ist eine bewährte Sache, auch unser Kompost, das erzähle ich aber dann, wenn die Kompostbilder kommen. Und jetzt hoffen wir, dass das dunkel genug ist für die Fotos. Das ist jetzt eine Übersicht über ein Gartenfeld. Wir haben 10 Gartenstücke in ein bisschen verschiedener Größe, aber nicht sehr viel verschieden. Aber es ist natürlich dann keine große Ansicht, weil wir sind ja auch Permakultur, nicht nur Mischkultur, das ergänzt sich total. Eine Exkursion von Witzenhausen hat 96 gesagt, das ist ja der beste Permakulturbetrieb. Und mein Mann und ich haben das aber nie von uns behauptet. Und dann habe ich zu ihm gesagt, naja, wenn die das sagen, die müssen das ja wissen. Dann sagen wir ab jetzt auch, wir sind Permakultur. Und das war eine gute Lösung, weil damals war das gerade im Kommen, das Permakultur, der Ausdruck. Und was auch vielleicht für euch noch interessant ist, wir haben im gleichen Jahr, 1974, angefangen, auf der anderen Seite der Erde Permakultur zu kreieren und auf der anderen Seite der Erde hat das der Bill Mollison ins Leben gerufen. Und das haben wir auch ganz, ganz viel, ich glaube 20 Jahre später dann mal erfahren und dann haben wir gesagt, das ist ja wirklich interessant, wie die kosmische Welt die Menschen miteinander verbindet, die irgendwie eine Verbindung innerlich haben und das kann man ja auch bei Tieren beobachten, solche Sachen. So, jetzt muss ich mich aber sputen. Also das ist jetzt ein Überblick und das sagt ja auch schon sehr viel von der Permakultur aus. Wir haben zum Beispiel innerhalb von unseren Gartenbeete haben wir kleine Hecken und Sträucher gemacht, also Himbeer, Brombeer, Heidelbeeren und Johannisbeeren
und was haben wir noch, japanische Weinbeeren, sodass wir haben gesagt, wir wollen ein Kleinklima schaffen. Wir wohnen immerhin auf 500 Meter Seehöhe und wir haben einen Hang, der ist ein bisschen südwest geneigt und das gibt auch viel Wind, aber wir haben das Glück, dass auf der Westseite ein Waldgürtel ist. Wir haben einen Hektar Wald, dann haben wir 1600 Quadratmeter Mischkultur, Gemüsebau und etwas mehr wie einen Hektar Obstbau. Obst und Beeren und Walnüsse, das sind unsere Schwerpunkte. Und dann ab und zu machen wir einen Vortrag und eben die Exkursionen im Sommer, also die Gartenführungen. Und das sind die Dinge, die einfach bei uns laufen. Also wer sich dafür interessiert, der kann auch unser Programm anschauen. Das ist im Internet zu finden, www. Und dann Googling, das ist unsere Straße, unser Straßenname. Aber ihr könnt es auch googeln, Mischkultur, Permakultur, Langerhorst, das passt auch. Ja, da findet es uns auch. Viele Leute haben über uns geschrieben und das weiß ich auch nicht alles, was da steht. Aber das macht nichts, das findet ihr dann. So, das ist jetzt unser Zuhause und das ist die älteste und jüngste Tochter. Die sind jetzt inzwischen natürlich auch viel größer schon. Und die älteste Tochter hat 7 Kinder und die jüngste, die ist jetzt am Hof. Und das ist ein Bild, da fangen wir an im Frühling, so im März, wenn das Wetter erlaubt. Wir decken im Herbst den Boden ab, und zwar mit Kompost, und lassen alle Ernteblätter liegen. Das ist ein wichtiger Punkt, wir räumen das nicht weg, weil wir sagen, das, was der Boden hergegeben hat, das soll er auch wieder zurückbekommen, das, was wir nicht brauchen. Und dann lassen wir alles liegen, und wenn wir fertig sind mit der Ernte, dann decken wir noch Laub drauf, und zwar nicht von den Obstbäumen weil das, und auch nicht von den Nussbäumen. Die Nussbäume, die haben sehr viel Gerbsäure, so wie die Eiche auch. Das ist wachstumshemmend, das sollte man nicht unbedingt auf den Gartenboden bringen. Außerdem ist es so, die Obstbäume brauchen ihr Laub selbst. Man sollte das runterfallen lassen und das ist so wie eine Eigendüngung. Der Wurzelstock von den Bäumen holt alles aus dem untersten Boden herauf, bringt das in die Blätter hinein und im Herbst fällt wieder alles runter. Am Anfang, wie es noch nicht diese Bio-Bezeichnungen gab, da haben wir geschrieben auf unseren Stempel, naturgemäßer Anbau. Weil wir haben uns das wirklich von der Natur abgeschaut. Wie macht das die Natur? Sie deckt im Herbst alles zu und im Frühling, wenn man dann anbauen will, als Kulturmensch, dann sollte man das einfach freilächen und dann kann man da anbauen. Und das ist jetzt im Gange, hier. Und dann setzen wir am Rand von dem Gartenbeet einen Kompost auf. Da tun wir dann das Stängelige unten hinein. Wir lassen zum Beispiel auch die Kohlstängel stehen über den Winter, weil dann geben sie sehr viel Energie noch in den Boden hinein. Und dann legen wir die Stängel drunter, unterhalb von dem Kompost, den wir gleich aufsetzen. Und auch die Mais, wir bauen etwas Zuckermais an, auch die Maisstängel und Rosenkohl und das alles. Das ist dann ein bisschen luftig von unten, das ist dann der Mulmkompost im Garten. Und Steinmehl dazwischen, weil ja der Regen immer ein bisschen säureüberschüssig ist, das passt sehr gut. Dann gehen wir hacken. Man muss nicht alles, damals haben wir noch die ganze Fläche gehackt, aber jetzt sind wir dazu übergegangen und hacken nur noch dort, wo es grüne Grasbüschel gibt. Und das ist dann viel einfacher, weil der Boden ist an und für sich sowieso locker. Und dann, wenn wir die Grasbüschel, das ist ein anderes Stück, wenn wir die Grasbüschel abgehackt haben, dann gehen wir mit der Gabel, damit das ein bisschen die Erde abklopft, klopfen wir mit der Gabel locker drüber, dann rächen wir das Ganze ab und setzen das wieder auf den Komposthaufen, also neben dem Gartenstück. Das ist aber nicht der Komposthaufen, was Hauskompost betrifft. Gell? Das ist einfach der Mulmkompost und der ist nach 1,5 Jahren ungefähr so weit, dass wir ihn im Herbst wieder auf den Garten bringen können. Das kommt alles wieder auf den Garten im Herbst zum Abdicken zurück. Dann ziehen wir eine Rille, indem wir auf der vordersten Seite vom Beet eine Schnur spannen und wir haben das System von der Gertrud Frank übernommen, aber wir haben dann auch, weil wir 5 Kinder hatten und noch 2 Nachbarbuben zu uns kamen, haben wir auch Wege eingebaut. 20 cm Kleewege, das sind Weißkleewege, auf denen kann man wunderbar laufen, da kann man auch zur nassen Zeit hinein und man kann auch das dann abrupfen und mulchen. Dann sehen wir die Spinatreihen mit der Sämaschine. Da könnt ihr sehen, links und rechts gibt es dann diese Stöcke, die Wege anzeigen. Und da sind dann 2 Reihen für Spinat und 3 Kulturreihen.
Und das bewährt sich sehr gut, wenn man die Spinat rein anbaut, weil nämlich der Spinat ein schneller Bodendecker ist. Dann ist die Sonne nicht so scharf. Ich meine, das erst März, das geht dann ganz gut. Dann machen wir für die Gründüngungsreihen, wo wir später dann Kohl und Salate und Sellerie pflanzen, da machen wir dann ein bisschen eine tiefere Rille und da sehen wir dann Inkarnatklee hinein. Der Inkarnatklee ist eigentlich ein Klee, der überwintert, aber in dem Fall bauen wir ihn im Frühling an. Wir haben das ausprobiert und das passt wunderbar. Das gibt eine sehr schöne grüne Decke und in den Inkarnatklee bauen wir dann rein. Dann steigen wir drauf, damit die Vögel uns das nicht holen. Wir haben ja ein ganz freies Land übernommen und da haben wir dann später die Hecken rundum gepflanzt, weil der Wind hat unglaublich gepfiffen. Und dann haben wir gesagt, das geht nicht für Gemüsebau, wir machen einen Heckenschutz. Und jetzt sind es enorm viele Vögel. Und dadurch haben wir auch keinen Schädlingsdruck, weil das eine hilft dem anderen. Die Vögel brauchen Nahrung und das geht wunderbar. Also das ist wirklich sehr gut. Und die Kinder helfen auch manchmal mit, das gefällt denen natürlich. Und dann rechnen wir das wieder zu und dann lassen wir das ruhen. Da bauen wir den Spinat an, frühe Karotten und alle dies, und den Weißklee natürlich auch und eben den Spinat, dass der das schon einmal alles bedeckt. Dann gehen wir in den Sonnenkollektor hinein, das ist unter Dach, und da pikieren wir dann unsere Jungpflanzen. Und wenn das dann alles pikiert ist, das ist auch satzweise zu machen, dann gehen wir wieder raus, dann ist schon ein bisschen was gewachsen und dann gehen wir die späteren Karotten anbauen. Das heißt, wir gehen dann mit der Rollradhacke und bauen dann, also rollen das ab, das ist ein bisschen Senf als Vorausdüngung, dann kann schon ein bisschen Wildkraut mitkeimen, das hat einen großen Vorteil, dann braucht man nämlich nachher nicht so viel jäten. Dann sehen wir uns die Karotten hinein, die Rille wieder, und den Karotten aussehen, das kann man jetzt auswählen. Entweder sät man das mit der kleinen Säerolle oder mit der Sämaschine, aber wir machen das auch oft mit der Hand und da sieht man wieder die Kleewegstöcke und da läuft man drauf. Und das geht ganz gut, weil der Weißklee ist drittfest. Dann machen wir es wieder zu und links und rechts sieht man schon ein bisschen das, was wir vorher angebaut haben. Und dahinter wieder der Kompost. Dann wächst das wieder da draußen, dann gehen wir ins Gewächshaus. Wir haben ein Gewächshaus, das ist 9x3 Meter für unsere Betriebsgröße, genau richtig. Und da gehen wir dann jäten, ein bisschen die Kistchen, die wir dann schon vorher pikiert haben, das wächst dann oben auf der Stellage. Und unten am Boden ist das Gewächshaus den ganzen Winter grün. Das sehen wir dann in einer späteren Bildfolge. Das bauen wir im Oktober nach den Tomaten alles an. Und da haben wir den ganzen Winter eine Ernte. So, und jetzt gehen wir wieder raus. Und da, die Theresa war das, die ist eine deutsche Praktikantin, die war 3 Monate bei uns und wollte das alles lernen. Und die legt jetzt die Bohre und die Zwiebelpflanzen in die vorbereiteten Pflanzlöcher hinein. Und das haben wir eingegossen, also erst die Rille gezogen, so wie vorhin, dann eingegossen, damit die Pflanzen unten schön Wasser haben, weil Zwiebel und Bohre, das pikieren wir nicht, weil wir bauen so dermaßen viel davon an, das würde sehr viel Platz brauchen im Gewächshaus oder draußen, wir nehmen das einfach so und das passt sehr gut, das geht ganz gut. Und dann ist es auch noch ein bisschen früh im Jahr, da pflanzen wir dann die Kohlpflanzen und die Salatpflanzen. Und das, dieses Mädchen auf der rechten Seite zieht gerade eine Rille für die rote Rübe, weil die will ja auch nicht unbedingt so früh hinein. Und dann wird das alles eingegossen. Wir sind draufgekommen, dass es viel besser ist, also wenn man sowieso mit der Hand arbeitet, dann kann man nämlich die Löcher angießen. Ganz voll gießen. Und wenn es eine sehr trockene Zeit gibt, dann gießt man das dreimal voll und lasst das runtersacken ein bisschen. Und dann pflanzen wir hinein. Und die späteren Kulturen, das machen wir dann so, da gehen wir den Inkarnatkleestreifen, der ist jetzt inzwischen bis zum Mai so gewachsen, das ist eine wunderbare Sache, weil der Boden ist dann nicht so viel blank. Die Reihen daneben da links, also auf der Seite da, das wo es frei ist, das ist die ausgesäte Karotte, die braucht ja ein bisschen länger und die roten Rüben, dies ist einzig und allein frei und alles andere ist schön voll. Hacken wir Löcher, nur die Löcher hinein in den Inkarnatklee, dann gießen wir das wieder an, gehen wieder schön auf den Weg, auf den Kleeweg
und dann pflanzen wir hinein. Und das ist sehr, sehr gut, weil nämlich der Spinat daneben schützt die Pflanze und der Inkarnatklee schützt auch die Pflanze, die wir da hineinpflanzen. Also das ist eine wunderbare Gemeinschaft. Und das wächst dann vor sich hin, schaut euch das an, da ist der ganze Garten sehr schön grün. Und es gibt keine Erosion, es gibt kein Austrocknen. Und es gab einmal, wann war das, 2002 oder so, gab es unglaublich viel Hochwasser bei uns. Das war so schrecklich, dass es bei den Feldern von den Nachbarn wie von einem flachen Dach heruntergeschossen ist. Und die Bäche, die waren so dermaßen voll. Und es hat denen ihren Kompost, den sie da auf die Wiesen aufgestreut haben, runtergeschwemmt in den Bach hinein. Und bei uns am ganzen Gelände ist kein Wasser gestanden. Nicht einmal gestanden. Es hat der Boden alles aufgesaugt. Und das zeugt natürlich von einer sehr guten Durchlässigkeit, weil wir auch nie einen Traktor benutzen, weil unsere Fläche nicht so groß ist. Wir mähen auch alles mit der Hand und wir mulchen das alles mit der Hand, fahren mit der Schubkarre und dem Radlbock. Aber selbst wenn man Maschinen benutzt und keine zu riesengroßen, hat man ja auch nicht so eine große Bodenverdichtung. Aber das wollte ich nur sagen, das war sehr, sehr gut. Ja, und da kommt eine Exkursion, das war eine Boko-Gruppe von Wien. Und die schauen sich das dann auch an. Und da sieht man, wie das alles sehr schön in der Mischung steht. Es schaut auch schön aus, wenn das bunt ist ein bisschen. Ja, und dann wächst das bis zum Mai. Dann fangen wir an, abhacken. Und zwar der Spinat, wenn der dann anfangen will zu schießen, wir ernten und verkaufen so viel Spinat wie möglich ist, aber dann irgendwann, das weiß jeder, der einen Garten hat und Spinat anbaut, geht er einfach mal in die Höhe. Und dann sollte man ihn so bald wie möglich hacken. Erstens einmal darf man ihn dann nicht mehr ernten, weil er sehr viel Blausäure dann hat und Oxalsäure hauptsächlich, ist auch dann bitter. Die Pflanzen schützen sich selbst, indem sie bitter werden, wenn sie nicht mehr gegessen werden wollen. Jetzt will der Spinat schießen, will Samen machen, jetzt will er nicht mehr geerntet werden. Jetzt wird er bitter, also nicht mehr essen. Das kann man sich sehr gut merken. Ja, ja, dann hacken wir. Und dann hatten wir mal eine Gruppe von drei Menschen aus Madagaskar. Die waren bei uns von einem Verein geschickt. Die sollten bei uns Gartenbau lernen. Die waren dann 3 Wochen da. Und das war genau zur richtigen Zeit, weil da haben wir angebaut mit ihnen, wir haben Steinmehl gestreut, gewulcht, Kompost gegeben und alles mit ihnen gemacht, sodass sie sehr gute Voraussetzungen hatten, dann für sich zu Hause das wieder zu machen. Und sie haben gemäht mit der Sense, das war phänomenal. Also die haben noch nie Sensen gesehen, weil sie zu Hause nur mit Sicheln arbeiten. Und dann haben sie sogar Sensen mitgenommen nach Madagaskar. Ja. Im Lagerhaus gibt es es ja zu kaufen, haben wir dann gekauft und dann haben sie es mitgenommen. Und das ist Steinmehl. Also da ist erst Kompost hingestreut, dann Steinmehl und dann gehen wir mulchen. So, mit Gras. Entweder grünes Gras. Und das ist jetzt vielleicht auch ganz wichtig zu wissen. Man sollte grünes Gras, also ganz frisches grünes Gras, nur dort mulchen, wo es keine Schnecken gibt. Also bei uns, wir hatten 13 Jahre lang enormen Schneckendruck, weil wir haben einen Betrieb gekauft, der vorher nur Getreidebau gemacht hat und auch nicht, vielleicht nicht so viel den Boden versorgt hat, wie wir natürlich bei Gartenbau. Jetzt gab es da 13 Jahre lang Schnecken. Ich sage euch was, wir waren wirklich also wir haben nicht gewusst, wie werden wir das wieder wegkriegen. Und dann habe ich einmal den Himmel angefleht, habe ich gesagt, bitte, bitte, zeigt uns, warum haben wir Schnecken? Und ich verspreche, sobald wir das rausgefunden haben, ich werde es allen Menschen erzählen, die es auch haben. Und ich sage euch, es hat nicht lange gedauert. Wir haben das beobachtet, dann haben wir gesehen, weil unser Garten hängt so ein bisschen so ein bisschen am Hang so, und dann haben wir gesehen, dort am Rand, wo der Regen den Humus mehr hin regnet, da sind die Schnecken vorbeigekrochen, da blieb alles stehen. Und auf der Kuppe, wo der Regen das so runtergespült hat, da haben sie gefressen. Und ich sage euch was, wir haben in manchen Jahren 4-mal Karotten angebaut. Das war so ein unglaublicher Druck.
Aber weil wir unsere Arbeit so sehr lieben und auf alle Fälle nicht aufgeben, haben wir das geschafft. Und dann hat es nur noch so 2 Jahre gedauert. Dann waren von einem Jahr auf den anderen, von 88 auf 89, keine Schnecke mehr da. Ich habe gedacht, ich sehe nicht recht. Wir haben sie nämlich immer aufgesammelt, in Eimer getan und dann in den Wald getragen. Wir haben gesagt, wir machen sie nicht tot, das wollen wir nicht, aber wir wollen sie weghaben vom Garten. Und ich spreche sehr viel mit den Tieren, mit den Menschen und mit den Pflanzen. Und das hat Wunder gewirkt, wirklich. Es war einfach ganz gut. Und wer Schnecken hat, also macht es dem Boden gut. Macht es viel Kompost, gebt es dem Boden viel Kompost, streut Steinmehl und ein bisschen Holzasche. Die Holzasche ist ein bisschen aggressiv, das darf man nicht zu viel nehmen. Und dann nur im Herbst, weil das nämlich den Boden alkalisch macht und weil das den Boden mit Humus versorgt. Und streut keine Fäulnissachen auf den Boden. Weil die Fäulnis und der flache, glitschige Boden und die Humusarm, also wenn er humusarm ist, der Boden, und auch der Mineralstoffmangel, das sind die Dinge, die die Schnecken anziehen. Und wenn wir das wissen, wenn wir das erkannt haben, dann können wir wirklich alles machen, den Boden zu verbessern. Dafür sind wir ja jetzt überhaupt zusammen hier, um dann wirklich einen guten, erfolgreichen Anbau machen zu können. Also man kann die Schnecken aus dem Garten bringen. Und solange man Schnecken hat, sollte man mit abgewelktem Gras mulchen. Das ist dann besser als das Grüne, weil das abgewelkte Gras, das mögen sie nicht so gerne, die Schnecken. Ja, und da haben wir jetzt die Kleewege, die sind schon ein bisschen größer gewachsen. Und den rupfen wir dann ab. Im Zuge von Jetten links und rechts werden dann die Kleewege gerupft. Und auch wieder links und rechts, das kann man da sehen, hinten ist der Klee gemulcht zwischen diese 2 Kulturreihen. Und das ist sehr, sehr gut, weil dann hat man, es gibt ja viele kleine Hausgärtner, die haben gar nicht so viel Fläche zur Verfügung. Und wenn man den Kleeweg anbaut, das ist Weißklee, dann der ist total trittfest und hält gut durch, dann kann man den auch mulchen. Und wir bauen gerne die Salate so bunt gemischt an. Das hat 2 Vorteile. Einmal schaut es schön aus und zum anderen haben die eine ganz verschiedene Erntezeit. Man kann dann zum Beispiel der Zuckerhut steht zwischen diese roten Salate drin oder der Eissalat auch zwischen den roten Salat und so. Dann kann man nämlich einen Zuckerhut weit genug auseinandersetzen, den Eissalat dazwischen und der Eissalat ist sehr viel schneller fertig als der Zuckerhut. Und wenn man den Zuckerhut dann im Herbst fertig auswachsen lässt, hat der sehr viel Platz und fault auch nicht so leicht, weil der Luftzug überall hin kann. Also das hat ganz große Vorteile, das so zu machen. Und da ist wieder die Mischkultur, da reifen jetzt schon die Zwiebeln ab und da kann man wieder sehen, rechts den Weg und dann neben der Zwiebel die Sellerie und die Kohlgewächse und eben der Zuckerhut wieder. Und dahinter, das ist Topinambur, das ist wieder so ein bisschen ein kleinerer Windschutz und weiter dahinter ist dann der Wald, was auch ganz guten Windschutz gibt. So, und jetzt ist es Herbst, jetzt fangen wir an Kompost zu bauen, wir fangen im Herbst einen neuen Kompost an und wir fangen im Frühling meistens einen neuen Kompost an. Die Länge der Komposthaufen richtet sich nach dem, wie viel Material wir haben. Die Breite kann ruhig 1,20 Meter sein, damit das nicht alles so links und rechts runterkugelt, ist das jedenfalls eine gute Breite. Und wir haben eine ganz eigene Kompostmethode entwickelt in den Jahren, und zwar, wir geben 20 cm Komposthäcksel, das heißt, wir hacken das aber mit der Hand, weil wir keine Häckselmaschine haben. Wir haben sehr viele Hecken und die feineren Heckenzweige, die nehmen wir und häckseln sie, also hacken sie mit der Hand und legen sie in 20 oder 25 cm auf der Fläche, wo wir dann Kompost drauf bauen. Und damit unterlüften wir den Kompost von unten. Weil wenn der Kompost so ganz am Boden liegt, dann ist immer mehr Fäulnisgefahr oder man muss ihn oft umschaufeln. Und wenn man aber nicht so viel Zeit hat und die Leute heute haben einfach nicht so viel Zeit, dann ist es eine ganz große Hilfe, den Kompost von unten zu unterlüften. Dann streuen wir Heu oder Laub drauf, dann streuen wir Steinmehl drauf und dann kann man schon die erste Kompostschicht machen mit Küchenabfälle.
Und dann kommt wieder dazwischen, das ist dann die Kompostanlage, so liegen sie dann nach der Reihe da. Und es ist sehr günstig, wenn die Komposthaufen ein bisschen im Halbschatten von Bäumen sind, damit die Sonne das nicht so sehr austrocknet. Und bei den Komposthaufen haben wir auch ein Rolliersystem, also das ist immer einer ist fertig, dann kommt der nächste und wieder der nächste. Und wenn ein Platz frei wird, dann wird wieder ein neuer aufgesetzt. Und so schaut dann die Komposterde aus. Das ist wirklich sehr gute Jungpflanzenanzuchterde. Aber wir lassen sie 2,5 bis 3 Jahre liegen. Manchmal ist es auch 4. Das macht nichts aus, weil der Boden ist dort sowieso alles mit Kompost. Und das sieben wir dann aus, sieben wir dann in Kistchen. Und so wie wir vorhin gesehen haben, dann pikieren wir das. Also da habe ich das ein bisschen also nochmal hingestellt. Da pflanzen wir dann, sehen wir erst einmal die Jungpflanzen rein, entweder in eine Kiste mit lauter Etiketten oder in Töpfe. Das geht genauso gut. In Töpfe und dann haben wir einen Gartenplan und auf den Gartenplan wird alles aufgeschrieben. Die Zeit, wann wir etwas machen, die Sorten, welche wir verwenden und dann später, wann wir das pikieren, wann wir das wohin pflanzen. Und wenn wir das und wann wir es ernten, unter Umständen auch, aber das ist dann nicht immer nur so ganz wichtig. Aber es ist eine große Hilfe, wenn man das so macht. Eine richtige Gartenbuchführung, sage ich immer zu den Leuten, weil das hat den großen Vorteil, dass man dann später nachvollziehen kann, haben sich die Sorten bewährt in dem Garten, in dem Klima, oder ist eine andere Sorte besser. Also wenn man das so macht, hat das wirklich Vorteile. Ja, und da wird jetzt grünes Gras gemäht und auch wieder für den Kompost verwendet. Und da sieht man überall die Bäume, richtig ein Permakulturgarten. Dann wächst und wächst der Komposthaufen, Stück für Stück, und dann kommt Grünes und dann wieder Heu drauf. Das sieht man auch, da ist das Heu, dann kommt das Grüne wieder. Und so wird das abwechselnd aufgebaut und immer wieder mal Steinmehl dazwischen, sodass die Mineralstoffversorgung für diese Erde, die dann ja auch zur Pflanzenanzucht und auch für die Düngung im Garten verwendet wird. Und wichtig ist, was wir uns wirklich merken müssen, das wird, wenn wir den Kompost ausbringen, wenn wir keine Möglichkeit haben, ihn gleich zuzudecken, gleich drüber zu mulchen, dann sollten wir auf jeden Fall in einarbeiten, also auf große Flächen eingruppen oder irgendwie halt, dass er ein bisschen vermischt ist mit der Erde oder ein bisschen zugedeckt, damit die Sonne, wenn sie heiß scheint, ihn nicht verbrennt. Weil dann wäre da ein Teil wieder verloren. Da kommt dann, wenn wir haben, Erde auch ein bisschen dazwischen, muss nicht unbedingt, aber wenn man zum Beispiel irgendwo Erdehaufen stehen hat, dann kann man ein bisschen Erde dazu tun. Und was wir immer dazu machen, das ist, das Ausgesiebte von den anderen Komposthaufen, von den reifen Komposthaufen, das Ausgesiebte kommt dann auch auf diese Komposthaufen drauf und dann weiß das Material gleich, was es machen soll. Nämlich Kompost. So schaut das dann aus, die schönen fertigen Komposthaufen. Und jetzt muss ich vielleicht noch dazu sagen, wir haben ja sehr viele Hecken rund um das Gelände. Wir haben das Glück, dass unser Gelände arrondiert ist, das heißt in einem Stück, weil unser Nachbar, wir sind 73 im Herbst hingekommen, hat 1975 gefragt, ob wir bereit wären, mit ihm eine Wiese und einen Acker zu tauschen. Wir hatten nur eine Parzelle. Dann habe ich gesagt zum Jakobus, ja, habe ich gesagt, okay, das machen wir aber jetzt gleich. Und dann haben wir das gemacht, haben wir das auch wieder vermessen lassen. Und jetzt ist alles in einem Stück. Und das hat natürlich für so eine kleine Garten- und Landwirtschaft und Permakultur einen ganz großen Vorteil, weil dann ist alles beisammen und dann braucht man nicht auf so viele Plätze gehen und man verliert wenig Zeit und kann das Ganze einrahmen mit einer Hecke. Und diese Hecken, die wachsen natürlich, und die muss man immer wieder schneiden. Und mit diesem Heckenschnitt machen wir eine dritte Art Kompost. Also das ist ja jetzt die zweite. Die erste haben wir gesehen beim Anbau. Das ist die zweite Art. Und dann kommt die dritte Art. Das habe ich jetzt nicht auf Fotos, weil ich das auch gut so sagen kann. Und zwar nehmen wir die Heckenschnitte, machen sie auf halbe Meter ungefähr, das braucht nicht so klein sein, und dann legen wir sie auch am Boden, dann Gras dazwischen und Laub dazwischen und auch wieder Brennnesseln, wenn wir haben, so von ganz wilden Ecken, was alles gibt, was man sowieso sauber machen muss, oder im Herbst von Blumenbeete oder Sträucher. Also da kann man auch von den Bäumen, die feinen, abgeschnittenen Zweige von Obstschnitt,
Alles, was so fein ist und was sich zum Verhexeln fürs Heizen nicht so lohnt, kann man da drauf verkompostieren. Das ist uns dann irgendwann später so eingefallen. Und ich sage euch was, wir haben da ganz lange Komposthaufen mit diesen Zweigen, mit dieser dünnen. Und dann, wenn es sehr viel Obst gibt, dann nehmen wir auch das, was der Baum runterfallen lässt, vor der Ernte, vor der Reife. Das geben wir auch alles auf diese Komposthaufen, sodass ein bisschen Obst dabei ist. Und dann immer wieder zudecken und Steinmehl, so wie die anderen Komposte auch. Und das lassen wir aber 7 oder 8 Jahre verrotten. Und das ist eine ebenso gute Anzuchterde wie der Hauskompost. Es ist wirklich erstaunlich. Der hat nämlich einen stabilen eine stabile Erde. Da ist sehr viel Kohlenstoff auch drin, genug Stickstoff. Und das habe ich ausprobiert letztes Jahr ganz bewusst. Habe ich gesagt, dieses Jahr ziehen wir unsere Jungpflanzen, bieten 2 Kompost an. Und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. Und es war ganz, ganz gut. Also man kann auch 2 Komposthaufen für Erdsubstrat verwenden. Das haben uns viele nicht geglaubt, aber es ist wirklich so. Es ist gut. Also ihr könnt alles verkompostieren. Kompost ist die Lebensgrundlage. Und dann geht nichts verloren. So, jetzt sind wir im Gewächshaus im Herbst. Und da bauen wir dann das alles an, was wir vorhin gesehen haben und was dann den ganzen Winter da steht. Zum Beispiel Winterpostelein, dann Spinat und Pflücksalat, der winterhart ist. Und auch kann man so Jungpflanzenanzucht ein bisschen machen. Wir haben dann Kohlrabi auch oft drinnen. Und was wir auch drinnen haben, das ist Schnittpetersilie. Die bewährt sich sehr gut. Die wächst anstandslos auch über den Winter. Und dann können im Winter, wenn draußen Schnee ist, können wir ernten, auch ohne dass geheizt ist. Und da freuen sich natürlich unsere Kunden. Und wenn das alles dann größer wird, dann hackt man da mal dazwischen den, der schon schießen will, wollende Spinat wieder raus. Und das lässt man auch dann gleich wieder am Boden liegen, damit das auch wieder da verkompostiert. Und im Sommer, da kommen dann die Tomaten hinein und auch Gurken und Paprika. Und weil wir ein Gewächshaus aus Glas haben, müssen wir ein bisschen beschatten. Und das tun wir dann mit diesen Zweigen, die sowieso in der Hecke vorhanden sind, damit das Glas die Pflanzen nicht verbrennt. Das ist ganz wichtig. Also bei Tunnels mit Folie ist das nicht so nötig. Die sind auch meistens viel größer. Unser Gewächshaus ist nicht so groß. Dann passt das gut. Und da ist das Frühbeet. Da haben wir auch die Mischkultur. Und das ist dann auch im Frühling schon sehr früh zum Ernten. Und da freuen sich auch unsere Paketempfang-Leute. Wir schicken ja das meiste per Post, weil wir abseits vom Land, also abseits von Orte sind, haben wir auch keinen Hofladen, weil die Leute müssten zu weit fahren. Jetzt schicken wir per Post. Und das kam so, ein Mann hat uns gefragt, könnt ihr mir das schicken? Was habe ich gesagt, schicken? Weil ich muss ja immer herfahren zu euch. Dann habe ich gesagt, ja, wie soll das denn schicken? Ja, per Post. Ja, ich gesagt, ja, wir können es ja probieren. Und jetzt schicken wir wirklich seither per Post. Und das ist wie ein Wunder, obwohl es ja inzwischen, wie die Pilze aus dem Boden wachsen, alles Hofläden und Bioläden und alles gibt. Aber die Leute, die lassen sich trotzdem unsere Pakete schicken. So ein Segen. Ja. Ja. So, und jetzt gehen wir wieder in den großen Garten. Und dann schauen wir uns nochmal an, was da alles geworden ist. Das ist übrigens die Kiwi-Hecke. Wir haben eine Kiwi-Hecke. Wir wussten damals überhaupt nicht, was wir anbauen. Das war, glaube ich, 1992 oder so, haben wir in einem Katalog gelesen, Kiwi. Und da dachten wir, könnten wir uns ja mal anbauen, können wir ja mal probieren. Und haben wir ganze Hecke Kiwi gepflanzt. Und da haben wir viel Ernte. Den ganzen Oktober ernten wir Kiwi. So kleine Bayern-Kiwi. Und später haben wir auch noch die großen gepflanzt. Und wir ernten von allem. Und letztes Jahr war dann im April der Frost so stark. Die ganzen Kiwi standen schon ganz grün und wir haben uns riesig gefreut, weil es so warm war. Und dann kam Ende April der Frost. Genau dann, wie die Kiwi schon ganz draußen waren, noch nicht geblüht. Sie sind ja sehr, sehr gut, weil sie blühen ja erst im Juni. Also sie sind von der Blüte her nicht frostgefährdet. Aber die ganzen Blätter sind abgefroren. Wir haben uns so erschrocken. Es hat noch nie, seitdem wir da sind, so ausgeschaut. Alle Kiwi ganz braun. Naja, habe ich mir gedacht, ich hoffe, sie haben Kraft genug zum Neuaustreiben. Das hatten sie. Sie standen dann wieder grün da, aber zum Blühen hatten sie keine Kraft mehr. Aber ich habe gesagt, na, dann erholt sie sich ein Jahr und nächstes Jahr gibt es wieder Kiwi. Mal schauen. Man darf nie den Mut verlieren, das will ich euch auch noch sagen.
Also wenn man mit der Natur arbeitet, es ist so wichtig, dass man eine große Liebe dazu hat, sonst kann man das eh gar nicht machen. Und dass man immer ein intensives Gottvertrauen hat, dass man weiß, es kommt alles so, wie es soll und so gut, wie es kann. Wenn wir nämlich unser Bestes tun, dann brauchen wir uns nie beklagen, wenn etwas anders kommt, als wir es erhoffen und erdenken. Weil dann ist es die göttliche Vorsehung und unser eigenes Karma, was wir einfach nicht so perfekt haben. Und jeder ist auf der Erde, um sein Schicksal besser zu gestalten für die Zukunft. Aber das, was wir in der Vergangenheit gemacht haben, das können wir heute nur insofern beeinflussen, dass wir uns jeden Tag total bemühen, unser Bestmögliches zu tun und zu denken und zu sprechen. Weil das Denken, das ist eine ganz, ganz starke Kraft. Das ist so dermaßen stark, das unterschätzen viele Menschen. Und wenn wir daran denken und jeden Augenblick uns bewusst sind, dass wir für alles die Verantwortung tragen und dass wir unser eigenes Schicksal Schmied sind, also brauchen wir niemals klagen und immer nur danken, weil es gibt eine Sache, das kann man immer sich im Herzen behalten, wenn wir einen Schicksalsschlag erleben, dann können wir sagen, es kann immer noch schlimmer. Und dann können wir dankbar sein. Ja, das ist wirklich, ich sage es euch, ich habe es ganz oft so erfahren. Da sind die Zucchini. Und ein bisschen dürfen auch die Wildkräuter daneben wachsen, weil das ist immer ganz schön. Die Wildkräuter, die sehr gut verwendet werden bei uns auch, die beeinflussen alle guten Pflanzen. Und im Grunde wächst ja das Wildkraut am liebsten da, wo es ihm am besten gefällt. Das sind unsere Himbeeren, das sind wieder kleine Häppchen. Und da freuen sich die Kinder, essen fleißig Himbeer. Das sind dann so kleine Streifen zwischen Gemüsegarten und die Himbeersträucher. Dahinter stehen noch die größeren Bäume, auf der linken Seite die, also bei euch ist es rechts, die Birnbäume und ganz dahinter die große Hecke. Die habe ich im ersten Winter gepflanzt und dann habe ich den Birken vor kurzem einmal erzählt, ihr seid jetzt groß und stark, wahrscheinlich überlebt ihr mich, wenn euch keiner umschneidet. Das sind die Äpfel, die tragen auch sehr brav, das ist die Florina, die würden wir sehr gern, die lagert sehr gut. Das sind die Nüsse von den Nussbäumen, wir haben da Rahmen gemacht mit Gitter darunter und das trocknet sehr gut, weil das ist von unten und von oben luftig, weil das ist ja sehr wichtig mit den Nüssen, das geht nicht anders, das geht so am besten. Dann kommen die Kräuter, die sind am Dachboden, haben wir auch Rahmen gemacht, da haben wir Fliegengitter genommen, da ist auch unterhalb luftig, das trocknet auch alles sehr gut. Dann sind die Kürbis auf der Treppe, das ist ganz schön, das ziert ja die Treppe, das stört nicht. Genau. Und dann sind wir wieder im Garten, dann kommen die Kohlköpfe, wir haben auch Gott sei Dank keine Kohlschädlinge, weil wir einfach auch gut aufpassen, dass wir die Fruchtfolge beachten. Man muss ja bei der guten Fruchtfolge schauen, dass man immer mindestens 5 verschiedene Gemüsereihen hat und einen Kleeweg, damit die Rollierung so 30 cm jedes Jahr weiter sichergestellt ist, dass das Gemüse, was Fruchtfolge empfindlich ist, und davon gibt es ja genug, dass das nicht zu schnell wieder auf die gleiche Reihe kommt. Das ist ganz ein wichtiger Punkt. Und da essen wir und freuen wir uns über das gute Essen vom Garten. Genau. Und dann gehen wir nach der Ernte von Zwiebeln zum Beispiel im Sommer, gehen wir Gründüngung anbauen. Da hacken wir ein bisschen durch. Dann streuen wir die Gründüngersaat aus. Dann streuen wir Kompost drüber. Die nächste streut Steinmehl drüber. Und die jüngste hinten, die streut ein bisschen Gras darüber, damit die Sonne da den Kompost nicht zerstört. Und schaut euch das an, wie das durchwächst, durch das Gras. Aber man darf ja nicht zu viel drauf streuen, weil dann schafft es das nicht. Gell? Ganz, ganz dünn, das vertrocknet ja dann auch sehr schnell, wenn die Sonne scheint, und dann passt das. Und im Herbst haben wir dann die Ernte mit den Karotten und alles daneben ist grün und das bleibt dann wieder liegen. Da haben wir schöne Sellerie, die ernten wir auch. Und dann haben wir da alles hingestellt zum Rauffahren, die Ernte. Und die Winterbohre bleiben stehen über den Winter, dann steht das alles im Keller. Die Pastinak, rote Rüben, Karotten, Sellerie und die Krautköpfe. Ja, genau.
Und dann gibt es gutes Essen. Für alle. Gutes Essen. Und unsere Kunden, die kriegen auch den ganzen Winter ihre Pakete. Manche jede Woche, manche zweiwöchentlich. Ein paar sind einmal im Monat. Und das wird alles so verschickt. Und das passt. Und das schmeckt allen. Und dann, das sind unsere Pakete. Die fahren wir dann weg. Mit dem Radlbock bis zur Straße. Und dann natürlich schon mit dem Auto. Aber wir hatten lange Zeit kein Auto. 25 Jahre sind wir das alle 6 Kilometer mit dem Fahrrad zu Bus gefahren. Ich sag's. Ja. Und das ist der Winter. Da decken wir dann zu mit den Blättern, mit dem Laub. Und ganz als erstes kommt eben die Blätter von der Ernte und dann der Kompost drüber. Und wenn der Kompost drauf ist, wir schauen immer, dass es noch Beinwellblätter gibt und dass es noch Brennnesseln gibt. Und das streuen wir alles drauf. Und ganz am Schluss dann die Blätter, also die Laubblätter von den Haselbüschen, von der Linde und von den Birken. Und nicht immer und überall das Gleiche wegholen jedes Jahr. Wir haben sehr viel davon, sehr viele Plätze, sodass es niemandem wirklich fehlt, keiner Pflanze. Und der Winterbohre und der Zuckerhut, die bleiben noch stehen. Und das in der Mitte ist der Weg, der Mittelweg zwischen die zwei großen Gartenstücke. Und das wird auch immer gemäht mit der Sense alles und auch gemulcht. Also das hat ganz, ganz großen Wert auf jeden Fall so. Ja. So. Jetzt war ich ja schnell. Ja. Ui. Ist das alles ja. Gut? Aber ich meine, habt ihr das alles gut verstanden? Weil ich ja Dank, Margarete. Ja, ich hoffe, es war nicht zu schnell. War das eh nicht zu schnell? Nein. Wir haben aber jetzt Zeit. Ja, jetzt haben wir viel Zeit. Stellt euch das vor. Genau. Das heißt, wir haben jetzt viel Zeit für Fragen. Und Maya, ich wollte fragen, es gab diesem Bild von Kohl mit einem Strang. Ja. Wird es so zum Einlagern? Ja, ja, besser? Das steht okay. Im Keller zum Einlagern. Ah. Ja, weil es hält besser, als wenn man das abschneidet. Wir schneiden diejenigen, die wir bald verkaufen, bald verbrauchen, schneiden wir mit dem Stängel ab. Es ist ganz, ganz wichtig, das war jetzt eine sehr gute Frage, und zwar ist es sehr wichtig, wenn wir Kohl ernten im Herbst, dann lassen wir hinten und vorne bei der Kohlreihe den ersten und den letzten Strunk auf jeden Fall stehen. Wir schneiden da in jedem Fall den Kopf ab. Nämlich, damit wir im nächsten Frühling hundertprozentig sicher sind, dass wir genau richtig messen. Ja, das ist also eine große Hilfe. Und zwar, weil wir haben natürlich solche Schilder, aber dann kommt ein Kind oder irgendwer und holt das mal raus und steckt das dann irgendwo wieder hinein oder auch nicht. Das weiß man nie. Das weiß man nicht. Gell? Und dann sage ich, bitte, bitte den Kohlstrunk stehen lassen. Und die Bohrereien, da stehen auch immer noch die kleinen, lassen wir dann über Winter auch stehen. Aber der Kohlstrunk ist der sicherste. Ja, der ist der stabilste. Aber die anderen werden alle mit dem Strunk geerntet, die äußeren Blätter runter, weil die würden im Keller sowieso nur welken und dann hinstellen. Nach der Reihe halten sie besser. Ja, wenn die Menge nicht so groß ist. Natürlich, bei großen Anbauern geht das nicht. Gell? Aber wer einen kleineren Hausgarten hat oder nicht so einen großen Betrieb, der kann das, was er noch einlagert, hinstellen, was am längsten hält. Das passt. Ja. Quirin, morgen nochmal. Du hattest schon die Schnecken angesprochen. Habt ihr mit anderen Mitessern außer den Schnecken auch schon Erfahrungen gemacht? Ja, ja. Ich meine, es gibt dann die Vögel, aber ich muss sagen, die Vögel, die machen, obwohl sie so in unglaublicher Menge vorhanden sind, weil wir so viel Hecken gepflanzt haben und Bäume, die machen eigentlich kaum etwas, weil wir nämlich den Samen im Frühling, seitdem wir gemerkt haben, dass sie das eigentlich gerne fressen würden, was wir ihnen da so hinstreuen, seitdem tun wir das ein bisschen in die Erde zudecken und dann finden sie das gar nicht mehr.
Sie haben mal eine Zeit lang auch die Erbsen aus dem Boden geholt. Hui, habe ich gesagt, das geht nicht. Dann haben wir so ein bisschen tiefer hinein und schön draufgestiegen. Die halten ja das auch alle aus. Gell? Und dann schön fest zu. Die Erbsen sind eh groß, das geht. Seitdem ist auch Ruhe. Und außerdem spreche ich mit denen auch und sage, pass auf, das ist unser Land. Wir haben ja eh nicht so viel. Ihr könnt ja da draußen genug finden, weil wir haben euch ja genug Platz übrig lassen. Wir sind ja gar nicht so, dass wir euch nichts da lassen. Und dann gibt es natürlich ganz ab und zu, das ist auch so, gibt es immer wieder mal Mäuse, aber auch mit denen spreche ich. Und ich sage euch was, also bei den Mäusen, da ist es eine ganz große Hilfe. Wir heizen ja mit Holz. Da kann man dann Holzasche nehmen und auch vom Kamin aus putzen. Der Rauchfangkehrer, sage ich immer, soll mir das schön aufheben. Dann nehme ich entweder Ruß oder Holzasche und stecke es in die Maulwurf- oder in die Mäuselöcher rein, in die Gänge. Und dann sage ich auch noch, pass auf, ihr müsst da ausziehen, weil das ist unser Garten. Weil wir müssen ja auch von irgendetwas leben. Ihr könnt es ja schauen, da draußen gibt es genug. Ja, und ich sage euch was, es ist ganz erstaunlich. Wenn sie nicht ausziehen wollen, dann gehen sie manchmal tatsächlich rund um den Salatkopf. Rundum machen sie einen Gang. Der Salatkopf darf wachsen und darunter ist der Gang. Und dann sage ich, wenn ich das entdecke bei der Ernte, sage ich, na vielen Dank, ihr seid ja super. Es ist wunderbar. Ja, das. Also vielleicht kurz noch zu den Schnecken, ich finde es auch wirklich ganz faszinierend. Ich weiß noch, 91 war übrigens das erste Mal bei euch, was ich gesehen hatte. Und dann eben zu beobachten, dass die Schnecken tatsächlich am Gemüsegarten entlang kriechen. Ja, ja. Also es so diese Gleichzeitigkeit. Ja. Ich habe die Schnecken dort gesehen, aber eben nicht im Gemüsebeet. Ja, das ist ein Wunder. Ja. Aber wir schaffen uns selber die Wunder. Ihr könnt das alles selber auch. Ich sage es euch ganz sicher, ganz sicher, ganz sicher. Ich habe mal gehört, dass Sie... ich habe gehört, dass Sie Ihre Fläche zum Anbauen immer des Weiteren reduzieren mussten, weil Sie immer effizienter wurden im Laufe der Jahre und dadurch Flächen... Also Sie hatten wie Probleme, mit zu viel Platz her, statt mit zu wenig. Das habe ich mal von irgendjemandem gehört. So. Ja, ja, das ist so. Wir hatten am Anfang 2600 Quadratmeter Gemüsebau. Und dann so ab 1988 haben wir dann gesagt, naja, ein bisschen weniger reicht ja auch. Und jetzt sehen wir immer, es gibt hinten und vorne, der Burkhard weiß das, also es gibt den Mittelpfad zwischen die zwei großen Gartenstücke und dann gibt es hinten und vorne auch einen Weg und dann sind wir immer ein paar Meter so reingefahren, so ein bisschen reingegangen, weil wir haben das sehr effizient und sehr intensiv betrieben. Und dadurch auch das ganz gut geschafft. Und wir haben jetzt eben nur noch 1500 oder 1600 Quadratmeter und das passt auch. Ja. Dafür haben wir mehr Obst, mehr Beeren, weil die haben ja erst einmal wachsen müssen und auch erst einmal zum Tragen anfangen. Und das passt jetzt. Ja. Ja, und das, was ich damals mit von Jakobus mir erzählte, dass ihr ja im Grunde genommen immer noch den gleichen Ertrag habt, obwohl die Fläche sozusagen viel, viel kleiner ist als vorher. Ne? Ja. Und das finde ich halt schon bemerkenswert. Ja, ja. Ja, das ist wirklich schön. Ja, ich bin der Moritz und wollte mal fragen, eine längere Bodenruhe oder Kleegras oder irgendwie so eine Geschichte habt ihr jetzt? Das ist gleichzeitig. Nämlich, weil ja die Gründüngereien im Frühling, vor Sellerie, vor Kohl, vor Salat, das kommt vorher. Und ihr habt es ja gesehen, die Gründüngerpflanzen sind ja so hoch, dann wenn wir die, oder so jedenfalls, wenn wir die Löcher zum Beispiel für Sellerie hacken. Und das wächst, oder beim Kohl, mit den pflanzen wir ja schon Ende April, da ist es noch nicht so hoch, da ist es noch ganz klein, aber wir lassen das stehen. Und wir lassen auch diese Gründünger, diese Inkarnatklee, lassen wir länger stehen. Das heißt, wenn wir jäten, entweder rupfen wir das ab oder wir schneiden das ab, dass einer mit dem Messer einfach, mit einem scharfen Messer geht und vorneweg das schon einmal abschneidet und dann auch daneben mulchen. Und das bringt sehr viel Stickstoff in den Boden, weil wir düngen ja nur einmal im Jahr mit dem Kompost und auch nicht so viel. Und das reicht aber gut aus. Und dann haben wir noch die Kleewege, die sind ja auch 20 cm breit und alles rolliert immer 30 cm weiter. Das muss man ja wissen. Gell? Also es ist
immer um 30 cm verschoben. Die Frau Frank hat es 25 cm verschoben, aber weil wir so viel Kohl und Rosenkohl und so große Sachen haben, haben wir gesagt, gehen wir lieber auf 30 und dann ziehen wir einfach 30 weiter und dann gehen auch automatisch alle unsere Kleestreifen weiter. Und wir haben Kultur und Gründüngung praktisch gleichzeitig. Und damit sparen wir sehr viel Zeit. Ja. Und haben gute Bodenbedeckung. Ja, ich bin der Helge. Und mich würde interessieren, wie viele Menschen versorgt ihr damit Müs mit den 1600 Quadratmetern? Ja, wir haben ein paar Familien und ein paar Einzelpersonen. Es sind ungefähr, ja, Menschenanzahl, wie viel kann man das sagen? Ja, sicher 30 oder 40, so ungefähr schon. Ja, auf jeden Fall, weil da, für uns verwenden wir das ja auch, für den Hausgebrauch. Und da sind wir jedenfalls immer drei Leute, manchmal fünf, manchmal sechs, manchmal sieben, ganz unterschiedlich, weil im Sommer auch immer wieder mal Praktikanten und Interessierte da sind und die arbeiten mit uns mit auf Rufbasis, kennt ihr das? Das ist gegen Essen und Wohnen und eben Lernen miteinander. Ja, also das ist schon, also es reicht schon sehr weit. Ja, schon. Ja, Oliver, das war eigentlich auch meine Frage. Und wie viele Menschen müssen bei euch davon leben oder wie viele Familienangehörige leben von euch? Also drei leben fix, zeitweise vier, weil einer ist in Nepal, im Katastrophengebiet, wo es Erdbeben hatte. Und da sind nur zwei Häuser stehen geblieben von 60 von dem Dorf, wo er vorher schon einmal war. Und er hat dann gesagt, jetzt geht er und hilft denen Hausbau mit Holz. Und das Holz kommt aus Österreich und ist trotzdem noch billiger, als wenn es in Nepal besorgt werden müsste, weil die Nepalesen vor längerer Zeit schon ihre Wälder ziemlich abgeholzt haben. Also der ist zeitweise nur da. Aber zu dritt sind wir immer und zu zweit manchmal, aber eben gesagt, dafür wieder im Sommer mehrere. Und vielleicht noch irgendwie einen Satz zur Betriebsnachfolge. Wird das weiter? Das müssen wir sehen, wie wir das machen. Ja, ja, genau. Harald, Margarete, bei dem Kompass als Anzuchterde, ja, mischst du da noch irgendwas unter nichts. Sand oder so zur Lockerung? Gar nichts. Nein, es ist, die Erde ist so, wie sie ist, einfach ganz, ganz gut. Wichtig ist, dass die Erde wirklich gut ausgereift ist. Da lasst man mal den Kompost lieber ein bisschen länger liegen als kürzer. Weil wenn man ihn zu kurz liegen lässt, dann ist es gefährlich, dass die Jungpflanzen krank werden, weil nämlich dann zu viel Abbaustoffe noch da drinnen sind. Und wenn er ganz fertig ist, ganz krümelig, gestern war das ja auch im Vortrag ganz deutlich, dass es so runde, schöne Krümel hat, die Erde, und dass die Regenwürmer ausgezogen sind aus dem Komposthaufen. Das ist ein wichtiger Punkt. Man kann, wenn man sich unsicher ist, die Kresseprobe machen, ein bisschen Erde in ein Töpfchen, Kresse aussehen und schauen, ob sie gelb wird oder schön grün. Das ist ein ganz einfacher und ein schneller Test, wer sich unsicher ist. Gell? Aber wie gesagt, das Krümelige, das passt. Und wir tun das immer aussieben, wenn noch irgendwo Holzstückchen sind, das kommt dann wieder auf den neuen Komposthaufen und dann sind wir gut unterwegs. Ja. Ja, Roman ist mein Name. Ich habe eine Frage an Sie und zwar, wie viel arbeiten Sie denn eigentlich? Naja. Weil Sie sagen, dann machen wir das, dann machen wir das, dann machen wir das, dann machen wir das. Und es schaut alles immer so einfach aus, aber einmal sind Sie da so gestanden und haben sich so runtergebückt, so. Wie erzählen Sie denn, wie machen Sie das mit dem Kreuz? Also wie geht es denn gesundheitlich? Ja, mir geht es ja eigentlich. Ich meine, ganz ernsthaft, also weil ich kenne ja auch viele Leute, die bei uns jetzt waren, die älter waren, die schaffen das aber bestimmt. Nein. Mehr. Weißt du, ich habe sehr viel Energie und ich habe deswegen viel Energie, weil ich mein Leben, meine Arbeit und all die Menschen, die mir unterkommen und alles von ganzem Herzen liebe. Und es mich nichts wirklich total erschrecken kann und auch nicht wirklich irgendetwas komplett aus der Bahn reißen kann. Weil ich habe ein ununterbrochenes und unerschütterliches Gottvertrauen. Ich vertraue so sehr auf die Schöpfung und ich weiß hundertprozentig, dass mir nichts geschehen kann, was ich mir nicht selber irgendwie zuziehe und wo ich nicht selber eine Resonanz in mir trage. Und ich spreche auch mit meinem Körper und sage, pass auf, heute ist das und das dran
und ich verbinde mich mit meiner geistigen Führung und dann geht das sehr, sehr gut. Ich gehe zwar ein bisschen gebeugt, aber ich sage euch, wo das herkommt, hauptsächlich. Das kommt nicht wirklich von der Arbeit, es kommt von einem sehr starken Schockerlebnis 2008. Da hatte ich so eine große Herausforderung, die hätte uns fast den Hof gekostet und das wollte ich auf gar keinen Fall. Und das hat mich dann sehr erschüttert. Ich hatte zwar nicht wirklich Angst, aber das war schon sehr nahe dran. Aber ich habe auch nie an der Schöpfung gezweifelt. Aber ich wusste, wenn ich mich jetzt ganz intensiv darum bemühe, dass wir das halten können, dann schaffen wir das. Und aber natürlich habe ich mich dann sehr angestrengt und da hat dann mein Mann gesagt, naja, jetzt gehst du ja schon ein bisschen krumm. Und das habe ich dann natürlich nicht mehr ganz ablegen können. Es ist ja heute so, heute läuft keiner mehr oder kaum mehr jemand krumm, weil sich nicht mehr so viele Leute so viel bücken und plagen wie früher. Gell? Aber ich bin schon sicher, dass das nicht von meiner Arbeit kommt, sondern von den seelischen Herausforderungen. Und auch von meinem Schicksal aus früherem Leben, das weiß ich auch. Also da habe ich mich nicht gut genug benommen. Da stehe ich dafür und das ist jetzt so und ich habe das aufzuarbeiten. Und wenn ihr mich ein bisschen gebeugt gehen seht, ich denke, ihr stört euch nicht daran. Ja. Ja, und wie viel wir arbeiten, ja, das war ja die Frage. Das musst du mal verstehen. Und zwar, wir sind ja in der Familie zu Hause. Das kann man gar nicht so trennen. Der Garten ist ja gleich daneben. Und dann machen wir das so, je nach Wetter. Wenn das Wetter gerade passt und die Zeit gerade passt, dann machen wir viel Gartenarbeit. Wenn es dann wieder mehr regnet, machen wir wieder mehr Innenarbeit. Aber es ist alles machbar. Und es ist, jeder Mensch hat ja in seinem Haushalt auch was zu tun. Und wir haben sehr viele menschliche Kontakte. Das ist ja auch alles zu bearbeiten. Sodass es nicht heißt, dass wir zu viel arbeiten im Garten. Das würde ich mal so sagen. Ja. Ja, hallo, hier ist Marie. Ich wollte fragen, wie ihr das mit dem Saatgut macht. Ja, wir kaufen das meiste zu, weil wir haben ein bisschen Dill haben wir selber, der sammelt sich auch selber aus. Dann was haben wir noch? Ich sammle ein bisschen Flugsalat, das mache ich auch ganz gern, weil das so bestimmte Sorten sind, zwei. Ja, ein paar Sachen, dann habe ich eine bestimmte Gurke, die will ich auch ganz gern. Ein paar Sachen, noch ein bisschen Tomate. Aber das meiste kaufen wir von Rheinsamen und von Hillsamen, der ist hier am Neckar und das ist biologisch Saatgut, weil wir waren früher in der Gärtnerei Willmann, falls das jemand kennt, zweieinhalb Jahre und da haben wir den Hild kennengelernt und der hat ja auch biologisches Saatgut. Ja. Und ich sage, die anderen sollen ja auch leben, nicht nur wir. Genau. Ja, außer Saatgut und Gesteinsmehl kauft ihr, glaube ich, gar nicht wirklich. Nichts für den Garten, nein. Also ja. Modern würde man es dann Low Input, High Performance Agriculture nennen oder so. Monika, ich habe eine Frage. Du sagst, ihr könnt schon Ende April ins Rheinland pflanzen. Wir haben im Mai, bis Ende Mai Spätfröste. Also wir können da nicht so früh gehen. Man darf nur mit solchen Pflanzen in das Freiland gehen, die den Frost vertragen. Wir haben auch bis Mitte Mai mindestens Möglichkeiten zu Frost, gell? Kann auch Ende Mai werden. Aber deswegen pflanzen wir zum Beispiel nur Kohle, Salate und die Tomaten, die Zucchini, die Kürbis und die Gurken, das pflanzen wir erst so gegen Ende Mai, weil das ziehen wir dann im Gewächshaus vor und das passt dann, das wird dann sehr schön groß und sehr schön kompakt in die Töpfe und das geht dann später raus. Ja, genau. Also alle frostunempfindlichen Sachen einfach raus. Das geht schon. Ja, mehr als drei Meldungen kann ich mir nicht merken. Bitte meldet euch wieder, wenn ich euch vergessen habe. Schön, ehrlich. Wie ist das also? Mir ist klar, dass vieles davon abhängt, was man, welches Bewusstsein man hat, was mit welchem Herzblut man etwas macht. Aber nichtsdestotrotz gibt es irgendwie auch Interessierte, die vielleicht die ganze Sache auf Wirtschaftlichkeit oder Übertragbarkeit auf einen anderen Biogemüsebetrieb mal überprüft haben. Gibt es da irgendwelche Ausarbeitungen oder so? Ja. Du meinst, dass es irgendjemand dann das auch so macht wie wir? Oder habe ich also ob es jemanden mal gegeben hat, der das analytisch durchgearbeitet hat, was Sie da im Alltag machen?
Also wird die betriebswirtschaftlich auch das Ganze mal durchgeschaut hat, was kann man, was für positive Elemente oder was ist wirklich übertragbar auf einen anderen Betrieb, sage ich mal. Es so. Sind die Sachen, es ist so, dass wir so sehr vielseitig sind und ich ja sehr viele Menschen durch den Garten führe, im Laufe der Zeit halt schon geführt habe. Und jeder nimmt sich das mit, was für ihn passt. Weißt du, da habe ich keine Vorstellungen oder keine Vorstellungen, was für einen anderen unbedingt passen würde. Ich sage, das kann jeder für sich selbst herausholen, was für ihn passt. Aber ich weiß, dass andere Menschen diese Mischkulturmethode, sowohl weil es ja von der Frau Frank ursprünglich stammt und wir das nur ein bisschen ausgebaut haben, dass das sehr viele Menschen machen und wirklich mit Erfolg und mit großer Freude. Und das passt. Ja. Aber ich bin nicht der Analytiker. Also ich gehe mit meinem Herzen dran und ich weiß, was passt und was nicht passt, das lasse ich alles. Ja. Aber jedenfalls leben wir von dem Betrieb, das ist einmal eine wichtige Sache. Ja. Ich heiße Carmen. Ich habe noch mal zwei Fragen zu Inkarnatklee, weil du meintest, du säst dann aus im Frühjahr und pflanzt dann mit Pflanzlingen direkt rein. Mich würde interessieren, welche Kulturen du direkt in den Inkarnatklee reinsäst. Und die zweite Frage dazu, was macht ihr mit dem Inkarnatklee im Herbst? Der stirbt sowieso ab. Weißt du, der Inkarnatklee, der wächst im Frühling und der fängt, wenn man ihn lässt, fängt er ja gleich im Juni oder so an zu blühen. Und deswegen ist es wichtig, ihn zeitweise runterzuschneiden, wenn man ihn länger behalten möchte. Und dann kann er nicht blühen. Und wenn es dann egal ist, wenn er blühen soll, weil die Pflanzen eh schon so groß sind, dann darf er auch blühen. Dann rupfen wir ihn, der geht ganz leicht zum Wegtun, aber man sollte ja die Wurzeln eigentlich drinnen lassen, das ist ganz wichtig wegen der Knöllchen, wegen Stickstoff. Gell? Und dann decken wir einfach zu. Wir decken den einfach zu mit Mulch und dann passt das schon. Ja. Aber da, sonst hat man keine Arbeit mit ihm. Ja. Und der dient sehr gut. Ja. Und welche Kultur? Die Sellerie, die Salate, und die Kohlgemüse, die Tomaten, die Zucchini, die Gurken, ja, Paprika, ja, genau. Das kann alles in den Kanadier rein. Ja. Nochmal das zu mitschreiben. Sellerie, Salat, ach so. Gurken, alle Fruchtgemüse. Sellerie, Salat, Kohlgemüse, ja. Und alle Fruchtgemüse. Ja. Man sollte aber keine Inkarnatklärei und dann Bohne oder Erbse sehen. Das würde nicht passen, weil die sammeln sich ihren Stickstoff selbst. Das ist ganz ein wichtiger Punkt. Die mögen das nicht. Habe ich auch nie probiert, weil ich das eh weiß, aber ich sage das nur. Ja. Ja. Ich glaube, ich arbeite so ähnlich wie du mit den Wildtieren. Ich hätte gern gewusst, ob du Erfahrungen mit Wildschweinen hast, ob die auch mal bei euch vorbeigeschaut haben. Und eine andere Frage, ich habe nichts über Kartoffeln gehört. Ach so, ja, die Kartoffeln. Ja, das steht in meinem Buch sehr gut beschrieben. Entschuldigung. Ja, ich musste ja sehr knapp das alles berechnen. Und da habe ich das nicht drauf, das stimmt. Und zwar die Kartoffeln. Die kann man entweder ganz auf der Erde, da muss man es aber sehr gut mulchen, oder wir machen es ein bisschen in die Erde hinein und dann ein bisschen Kompost dazu, dann decken wir das zu und dann mulchen wir drauf. Wir mulchen da drauf und dann lassen wir die Kartoffel durchwachsen. Und man kann auch hergehen und zwischen den Kartoffelreihen schon vorher zum Beispiel Pferdebohnen anbauen, in 60 cm Abstand, und da dazwischen dann die Kartoffeln reinbauen und das dann gut mulchen. Das kann man machen, wie man möchte. Aber ich habe nicht gewusst, dass es hier einen Büchertisch gibt. Jetzt habe ich von meinen Büchern mitgenommen und auch von Jakobus seine. Und da steht überall auch sehr gut über Kompost drin. Also die zwei Bücher sind nicht gleich, sie ergänzen sich total. Also wer welche möchte, ich habe da welche. Es wäre auch gut, wenn ihr mir was abkauft, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich sie sonst alle wieder heimschleppen muss. Also, wer das möchte, wer sich interessiert,
interessiert, freue ich mich, wenn ihr nachher kommt. Ja. Das Buch von Jakobus ist auch nicht mehr im Handel. Es ist nur noch bei uns, bei der Verlag, der Verleger von Jakobus, sein Buch, der ist 2013 verstorben. Und die Nachfolger, also, oder die Leute, die das dann aufgeräumt haben, haben gesagt, ob wir die Restbestände nehmen wollen. Und dann habe ich gesagt, ja, natürlich, wäre doch schade, wenn die das irgendwo verkommen lassen. Und jetzt verkaufen wir das halt so langsam und so vor sich hin. Aber das passt. Ich bin froh, dass es noch gibt. Weil er hat sehr schöne Zeichnungen drin. Eines habe ich offen, das kann man anschauen. Und ich habe noch 9 Stück, habe ich insgesamt da. Und von dem habe ich mehrere, 11 Stück mindestens. Aber wie gesagt, wer eins mag, ihr könnt zu mir kommen. Ich sitze da vorne. Ah, die Wildschweine, ja. Oh, ja, die Wildschweine, die wohnen nicht so weit weg von uns, ich sag's euch. Aber das ist ein großer Segen, dass sie, haben sie einen Fluss, naja, sie haben nicht wirklich einen Fluss, aber sie haben einen großen Berg dazwischen. Und ich bin sehr, sehr dankbar, doch sie haben auch einen Fluss dazwischen, also ich bin sehr, sehr dankbar, dass sie nie bis zu uns kommen. Weil dann müssten wir unglaublich starke Zäune bauen, weil Wildschweine sind sehr, sehr stark. Und da bin ich schon sehr froh. Nein, keine Wildschweine. Ja, das kann man mit... Die Mäuse bei Ihnen, bei euch. Wirklich? Siehst du? Ich habe das auch schon gehört von Leuten, die Rehe in ihre Kulturen hatten. Die sprechen mit denen und die bleiben draußen. Das ist wirklich. Ich habe einmal mit Hasen. Wir haben nämlich außerhalb vom Gartenzaun ein Beet und da ist viel Salat drinnen und alles. Dann habe ich gesagt, und ich habe in die letzten vorherigen Jahre beobachtet, sie fressen rote Rüben, Bohnen und Erbsen und Kohlgewächse. Total gerne. Dann habe ich gesagt, so passt's auf. Ich baue keine rote Rüben, keine Bohnen, keine Erbsen und kein Kohlgemüse da hinein. Ich baue nur noch Salat da hinein, Radieschen und ein bisschen Kräuter. Dann machen wir einen Deal. Da draußen gibt es Klee, da drinnen gibt es nur Salat für uns. Ihr fresst Klee, der Hase. Ihr fresst Klee und wir essen Salat. Und ich sage euch was, es war gut. Ja. 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 Hallo, mein Name ist Hubert. Ich habe eine Frage bezüglich eurer Gründüngungsvarianten. Was? Noch einmal bezüglich? Eine Frage bezüglich der Gründüngungsvarianten. Ach, der Gründüngung. Ja. Wenn ich das richtig verstanden habe, machst du da, wo ihr lauft, Weißklee? Ja. Irgendwo ein Stück daneben, wie auch immer, kommen der Inkarnatklee, ja. Die dann sozusagen Pflanzen eingepflanzt werden. Ja. Und im Herbst gibt es dann, wenn abgeerntet ist, nochmal eine Gründüngung. Nein, weil wir nämlich alles, naja, nur dort, wo wir zum Beispiel im August ernten, die Zwiebeln. Ja. Gell? Und das sehen. Ja, mich würde interessieren, was nehmen Sie als Aussaat im Herbst? Und zum Zweiten, wie kamen Sie auf diese beiden Kleevarianten? Weil es gibt ja reichlich verschiedenste Kleevarianten. Ja. Die man nehmen könnte, und für mich ist zum Beispiel vollkommen unklar, warum Sie den Inkarnatklee da nehmen, für das, was Sie mir jetzt eben erklärt haben, warum Sie, was Sie anschließend da machen. Also ich finde Inkarnatklee wunderbar als Blüte. Der sieht ja super schön aus, ja, ja. Aber Sie mulchen den ja ab und so weiter. Also von daher würde ich interessieren, warum Sie den nehmen. Also ich könnte mir vorstellen, Alexandrinerklee oder eine andere Kleeart wäre da vielleicht auch sinnvoller. Oder haben Sie da gewisse Erfahrungen gemacht? Haben Sie da mal experimentiert? Ja. Ja, es ist so, dass der Alexandrinerklee, den haben wir natürlich auch früher öfters angebaut, der wird schneller hoch und der Perserklee auch. Gell? Der Inkarnatklee braucht ein bisschen länger für die Entwicklung. Und das bewährt sich in diesem Konsens, oder wie man das sagt, besser. Gell? Und der Weißklee, das ist der einzigste Klee, der wirklich von Anfang an, wenn er keimt, man kann gleich, wenn er ganz klein ist, auch schon ganz gut draufsteigen. Der stört sich nicht daran. Man darf nur nicht seine Füße drehen. Das darf man nicht machen, weil dann dreht man die raus. Aber wenn man nur draufsteigt und schon steigt und nicht schlapft oder so, also nicht rutscht, dann bleibt das. Und der Inkarnatklee ist schneller wieder und leichter wieder wegzubringen als der Weißklee zum Beispiel. Der Weißklee im Herbst, das ist ja sowieso eine super Frage, weil der Weißklee, der auf die Wege ist, der darf ja nicht da bleiben. Wenn er da bleibt, das haben wir auch ausprobiert und die Kulturen drüber gehupft, sozusagen. Und das bewährt sich nicht, weil der vergrast im nächsten Jahr, blüht im nächsten Jahr und er hat dann lauter Bienen,
dann gehen wir mit die Barfuß und mit die Hände da hinein, dann stechen uns die Bienen und wir zerstören die Bienen und stören sie außerdem. Das heißt, wir hacken den Weißkleeweg bei der großen Ernte im Herbst einmal unterhalb von dem Herz durch, nur einmal durch, und dann wird das Ganze abgedeckt mit Laub. Und wenn wir das Durchhacken nicht machen, haben wir auch eine Zeit lang nicht gemacht, dann wächst das im Frühling wieder stark raus, dann muss man im Frühling mehr hacken. Und das kann man sich ersparen, wenn man im Herbst vor dem Abdecken, nach der Ernte, einmal die Wege hackt. Fertig. Sonst braucht man gar nichts machen, das kann man alles liegen lassen. Man darf es nicht wegräumen, schade darum. Alles lassen. Ja, gerne. Sag einfach ganz laut, das passt. Ja, ich heiße Rieke. Ach so. Ja. Mir fällt auf, dass du ganz oft sagst, dann passt es schon. Ach so. Das tut der Seele richtig gut. Ist das schön. Das ist wie so ein Mantra für dieses... Mein Gott, ist das schön, dass du das sagst. Ja, und ich hätte noch die Frage, ihr setzt den Kompost tatsächlich nie um? Nein, nie. Hätten wir ja gar nicht die Zeit dazu. Ja. Wir wollen ja viel lieber, also es ist ein großer Segen, wirklich ein großer Segen, dass wir das so erkannt haben, dass das eine Möglichkeit ist, dass wir selber den Kompost nicht umsetzen müssen und dass wir es auch den Menschen sagen können, die die Möglichkeit haben, so einen Kompost aufzusetzen, dass sie ihn nicht umsetzen brauchen. Sie können ihn einfach jahrelang liegen lassen und der passt am Ende so schön. Es ist wunderschöne Erde, ihr habt es ja gesehen am Foto. Das ist eine schöne, krümelige, schwarze Erde. Und das kann man dann ganz gut als Substrat nehmen für alles Mögliche. Auch um die Pflanzlöcher für die Fruchtgemüse damit zu füllen. Also das ist eine vielseitig verwendbare Sache. Oder zum Beispiel, weil unser Boden ein bisschen lehmig ist, gehen wir auch her und nehmen die Kompost im Eimer mit, wenn wir Karotten aussehen, und decken die Karotten mit Kompost auch oft zu. Gell? Und dann kommen sie ganz leicht raus. Das ist also, der Kompost ist ganz gut, ganz gut. Ja. Und ja. Wir sollen ja alles verkompostieren. Das ist ja so wichtig. Lass nichts verloren, alles verkompostieren. Da kleben viele Kompostbakterien in den Boden. Aber es muss ja aufhören, gell? Ich weiß. Ja. Also mich freut ja diese lebhafte Fragerunde, aber eine letzte Frage kann ich natürlich noch stellen. Ja, mein Name ist Gudrun, ich liebe Zwiebeln und da hast du zu gesagt, ihr pikiert sie nicht. Kannst du noch mal sagen, wie ihr die Zwiebeln anbaut? Und ob das auch für Knoblauch, wenn ihr das macht, Ja, das ist toll. Ja. Die Knoblauch, die stecken wir im Herbst. Da machen wir solche Rillen, wie ihr gesehen habt, im Frühling, gell, mit der Hacke. Und dann ist es sehr gut, wenn man das hat, wer das hat. Und wo die Erde nicht so ganz locker ist, wo Lehm vorhanden ist, mit einem Sauzahn, das kennt ihr sicher, die meisten Leute kennen Sauzahn, mit einem Sauzahn durchziehen, die in der gemachten Rille, dann ist der Boden locker. Dann steckst du deine Knoblauche in dem Abstand im Verband hinein und dann deckst du wieder zu, mit Kompost ein bisschen und mit der normalen Erde. Aber steck es weit genug hinein, weil die Vögel im Frühling ja sehr daran interessiert sind, das auszurupfen und dann irgendwo hinzustreuen. Also tief genug hinein, der kommt schon raus, das ist ganz sicher. Und die Zwiebeln, das habt ihr gesehen am Foto, auch so eine Rille ziehen. Und dann die Herbstanbau mit dem Knoblauch, da brauchst du nicht gießen. Aber bei den Zwiebeln im Frühling, weil die ja keine Wurzelballen haben, da gießen wir die Rille an. Man darf sogar, das sage ich euch, eine kleine Spur, was man so zwischen 3 oder 4 Finger backen kann, Holzasche in das Gießwasser auf 10 Liter Wasser vermischen. Das machen wir auch schon ganz lange, aber nicht mehr. Aber dann ist Kalium und Calcium drinnen und Phosphor. Und das ist sehr gut für die Pflanze, für den Anfang, fürs Wachstum. Und dann ist das genug im Boden drinnen, aber gibt es nicht mehr hinein. Eine Praktikantin hatte ich beim Kohlpflanzen, die hat mir dann, weil sie so klein war, konnte sie nicht 10 Liter Kannen machen, hat sie nur 5 gemacht, dann war das zu konzentriert. Und ich sage euch was, da sind dann in wenigen Tagen die Erdflöhe gekommen, haben die ganzen Kohlblätter durchlöchert. Und auf meiner Reihe, wo ich 5 Reihen weitergepflanzt habe, keine einzige. Das war für mich eine erschreckende Erfahrung, weil wir das alles neu pflanzen mussten, aber eine ganz gute Erfahrung deswegen, weil ich habe gesehen, die Erdflöhe gehen nicht auf die andere Reihe, die hätten ja nicht weit. Sie lassen die komplett in Ruhe, sie bleiben da, wo die Pflanze leidet.
Also das ist ein ganz ein wichtiger Punkt. Es werden grundsätzlich nur die leidenden Pflanzen angegangen. Das ist so. Ja. Und die Zwiebeln, das war die Zwiebel und die Bohre. Ja, das passt. Ist es fertig? Ja, ist fertig. Da steht es drinnen, falls du das möchtest. Hast du schon? Ja. Sehr gut, sehr gut. Aber jetzt ist es gut. Jetzt ist es gut. Schön. Ja, ganz gut wird es vielleicht für euch, fahrt doch einfach mal hin. Herzlichen Dank, Margarete, dass ihr Zeit genommen habt.